Also, wie macht ihr die Masken? Was überlegt ihr euch da und wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr das machen könnt? Es gibt hier eine Ausgrabungsstelle. Hier gibt es eine Ausgrabungsstelle. Ah, und da grabt ihr Sachen aus und dann macht ihr das zu Figuren. Aber wie denkt ihr euch das aus? Wie könnt ihr so feine Ideen machen? Das machen wir mit Knete. Man guckt sich die Form von den Knochen an. Und dann? Also zu sagen, ihr seid eine kleine Bastelwerkstatt. Aber ihr bastelt mit Holz und Natursachen. Ja, wir basteln dann mit allem, was in der Erde vergraben ist. Wie ein Archäologen. Ja, und aber mit Kleber und Knete dann zusammenfügen. Genau. Muss man dann ja rekonstruieren, sagt man. Ne? Also wiederherstellen die Tiere, wie die vielleicht mal waren. Dafür ja, aber Drachen hat es ja nie gegeben. Ja, aber gute Fantasie, die ist echt schön, die Statue da. Das sind ja die Fachleute, die bei uns arbeiten. Und die sind schon der Meinung, dass es Drachen gab. Ja, die haben sich das so genau angeschaut und lange darüber nachgedacht, wo sieht der Knochen nach aus, und haben dann geschlussfolgert, dass es wahrscheinlich in Dissopolis doch mal Drachen gab. Deswegen sind die jetzt wieder so rekonstruiert worden. Aha, aber aus Holz und nicht aus echten Knochen. Das sehen auch die Mitarbeiter des Museums anders. Sie sagen, diese Knochen sind schon so alt, dass sie schon so spröde sind wie Holz. Sie sind ganz zerbrechlich und sind sehr wertvolle Sachen. Und das ist eine Ausstellung, die für alle Besucher der Stadt zugänglich ist. Also es kostet keinen Eintritt, weil wir auch Unterstützung von dem Rathaus bekommen. Ihr arbeitet sozusagen ein bisschen mit dem Rathaus zusammen. Genau, wir haben darum gebeten, weil wir ja keine Produkte haben, die wir verkaufen. Haben wir darum gebeten, dass wir keine Steuern bezahlen müssen zum Beispiel. Und das haben sie uns genehmigt, weil sie die Ausstellung gut finden. Also dass ihr im Rathaus und ihr zusammenarbeitet, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, das finden wir auch wichtig und das finden wir auch super. Genau, hoffen wir, dass es so bleibt. Genau. Ja. Also ich glaube, ihr müsst jetzt ein bisschen wieder anmachen. Ja, dir auch viel Erfolg bei der Arbeit und danke für dein Interesse. Ja. Hallo, wir sind die Malerwerkstatt und wir malen wunderschöne Bilder, zum Beispiel wie diese hier. Wir verschönern dann sozusagen die Stände und wir machen auch bei diesem Wettbewerb mit, wer den schönsten Stand hat, und den gewinnen wir bestimmt. Wir sind gerade dabei, noch alles zu verschönern, und dafür haben wir auch Deko und so alles selbst gemacht. Plakate machen wir auch oder Flyer können wir malen. Ja. Also wir nehmen alle Aufträge an. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet. Ja. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, wir sind jetzt hier in der Quaddelbox mit Florian. Das ist einer der Sponsoren von Dissopolis. Findest du die Stadt hier toll? Ganz toll. Macht ihr ganz klasse. Okay. Wir haben hier übrigens noch das goldene Buch mit dabei. Oh. Tada! Das ist ein Buch, da kommt man rein für gute Taten. Wie zum Beispiel Fabian, Vincent, Mario, Emilia, Matilda, die Malerei oder Josi, weil sie 50 Sternis an Rathaus gespendet hat. Wirklich 50? Das wünscht sich jedes Rathaus. Ich hab schon 60. Schüttel dir mal die Hand. Achso, schüttel dir die Hand. Das ist ein Glückwunsch. Aber ist der irgendwo da in der Stadtführung hier? Nein, ich habe Herrn Kuras noch nicht gesehen. Vielleicht ist er abhanden gekommen. Noch nicht. Dann werde ich unser Bürgermeister. Yay. Ich liebe die Politik. Wir machen jetzt eine kleine Stadtführung und das war's jetzt. Tschüss. Also tschüss. Also jetzt wirklich tschüss. Warte, ich helfe dir. Ich bin vorm Rathaus und ich möchte ein Interview mit dem Stadtrat machen. Weil ich wissen möchte, wonach der schönste Stand bewertet wird. Nach welchen Merkmalen, sage ich jetzt mal, wird denn der schönste Stand bewertet?
Also er soll natürlich bunt sein und es soll jetzt auch nichts Unnützes drauf gemalt sein, sondern halt auch was zu Dessopolis oder zu dem Stand passt. Und was sagst du dazu? Ja, also ich würde es auch schön finden, wenn es halt bunt ist. Und ja, es soll, also es kann schon was drauf sein, aber halt zum Beispiel jetzt nicht nur ein Strich und dann sagen die Juhu, fertig. Das wäre dann aus der Auswahl schon ausgeschieden. Und Chelsea, was sagst du? Also das schönste und bunteste Haus, also jetzt auch sehr geschmückt sein, zum Beispiel mit Ballons wie das Rathaus oder Lüftschlangen, kann ja auch sein. Oder eben sehr schön viel bemalt. Ja, aber sie ist voll schön. Jetzt geht's zur Holzwerkstatt und Malerei. Die müssen wir aufschreiben. Ja. Film mal das. Ja, auf jeden Fall. Das sieht ja richtig gut aus. Das ist ja schön. Die schreiben wir auf. Ja, ist schön bunt. Das schreiben wir auf. Museum? Na ja. Doch, guck mal, wie schön wie das hier gestaltet ist. Ja, das ist. Ja, aber es ist ja nicht das schönste Haus. Das ist aber eigentlich auch gemacht. Also, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Wie findet ihr eigentlich die Clownschule? Fandet ihr die einfach nur bunt oder fandet ihr die ein bisschen einfach nur angeklickert? Also, ich finde die bunt und schön. Also, eigentlich sehr clownhaft. Capoeira war eigentlich nur angemalt mit Farben. Ja. Und Capoeira draufgeschrieben. Ja, und das macht also Capoeira weg. Capoeira weg auch. Ja. Also die Malerei ist auf jeden Fall gut. Die ist auf jeden Fall mit drin. Stadtzeitung, wie fandet ihr das? Was war denn da nochmal drauf? Da war nur Frauen oder Stadtzeitung. Oder hinten war es ein bisschen kahl. Ja, also das wäre ich wegfreut. Die Malerei, die finde ich bombe. Also die würde ich noch drin lassen. Ja, auf jeden Fall schon mal irgendwas mit zweiter oder erster, weil ich fand die richtig cool. Die Schlichtungsstelle, ja, war, also es ist Schlichtungsstelle und ein paar Herzen drauf gemacht und dann nur drauf getupft. Ja. Fernsehen fand ich auch cool. Also ja, wir könnten doch erster, zweiter und dritter. Naja. Okay, warte. Also ich will jetzt müssen wir uns noch abmachen, wer erster ist. Also ich bin also für Malerei. Nein, stopp. Stopp, wir müssen sammeln jetzt Stimmen. Wer ist für Fernsehen? Erster Platz. Zweiter Platz eher. Ja, ich würde sagen zweiter. Zweiter. Okay, Feuerwehr, dritter Platz und Malerei. Ich schreib's dann erstmal bitte hier auf dann. Also müssen wir jetzt zur Malerei. Ja? Bei dem Wettbewerb. Hängt man nicht eine Medaille jemanden um? Aber da muss das ja dem Stand umgehangen werden, da reicht das Band nicht für. Hättest du Glückwunsch, ihr seid zweiter Platz. Das ist aber schön. Dankeschön. Hättest du Glückwunsch, ihr gewinnt den dritten Platz im Wettbewerb für das bunteste und schönste Zeug. Oh, ich darf das entgegennehmen. Vielen Dank. Also wir waren gerade eben bei der Siegerehrung und der erste Platz war die Malerei, der zweite war das TV. Yeah. Und der dritte war die Feuerwehr. Wir freuen uns wirklich sehr. Seid ihr bereit? Ja. Dann zähl ein. Im Schönheitssalon gibt es viele tolle Sachen. Es macht auch Spaß, sie zu machen. Es gibt etwas zu schminken und kommst du raus, siehst du einfach hübsch aus. Einfach hübsch aus. Hallo, mein Name ist Justin und das ist... Ich bin Julia aus der Kinderstadt Elberado. Das ist... Nils aus der Kinderstadt Elberado. Okay, und wir wollen heute ein Interview durchführen, wo die denn herkommen und was die denn Schönes machen. Wo kommt ihr denn Schönes her?
Wir kommen aus Elverado. Elverado, das ist die Kinderstadt in Magdeburg. Und die ist eigentlich genauso wie in, wie hier in Dessau, also wie in Deshopolis. Und wir gucken das hier uns jetzt einfach mal an. Mhm. Und macht es den Kindern da so richtig Spaß und so? Und seit wann gibt es die denn da auch schon, die Kinderstadt? Also natürlich macht das den Kindern da auch richtig Spaß. Und die Kinderstadt, die gibt es schon seit 2012. 10. Und 2012 und 2014 und auch 2016. Und vielleicht kommen ja auch Kinder aus Deshopolis nach Elverado. Dankeschön. Und wie darf man da teilnehmen? Also von wann bis wann? Das ist vom 25.07. bis zum 5.08. Immer von montags bis freitags. Mhm. Also insgesamt 10 Tage. Und das ist für Kinder von 8 bis 14 Jahren und man kann da jeden Tag von 10 bis 17 Uhr dran teilnehmen. Okay, und den Helfern macht es da auch so Spaß? Natürlich macht den Helfern das da auch richtig Spaß. Ja. So ein paar Helfer sind ja auch schon in Magdeburg, in Elverado gewesen. Und vielleicht kommen die auch wieder. Ich habe übrigens mal ein kleines Problem. Ich gucke die ganze Zeit in die Sonne und kann mein Auge nicht richtig aufmachen. Ich möchte das mal eben kritisch anmerken. Hier werden Sie geholfen. Super schnell. Sehr schön. Viel besser. Dankeschön. Wo ist das gemacht worden? Wo ist das gemacht worden? Ja, gute Frage. Ich möchte auch sowas haben. Kann ich sowas machen hier? Ja. Lassen, tun? Ich glaube, das gäbe es in der... Stadtreinigung, ja. Sehr gut, okay. Genau. Dann müssen wir da gleich nochmal hingucken und dann lassen wir uns alle so einen Hut machen. Genau. Ich bekomme gerade gesagt, dass wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, aber eine Frage habe ich doch noch. Ich habe überhaupt kein Geld. Woher bekomme ich Geld hier? Von der Bank. Da gibt es Stadtgeld. Stadtgeld? Ja, für jeder, der neu ist, ja. Schön. Das ist gut. Nur für Kinder oder auch für alle anderen? Eigentlich nur für Kinder, aber da sie ja schön zu Besuch ist, kann man vielleicht mal was machen. Sehr gut. Gut. Wie heißt eure Währung hier? Sternis. Bei Ihnen? Okay. Bei uns heißt es Elbos. Bos. Ja. Bos. In den Wertstufen 1, 2, 5, 7 und 11. Okay, gut, dann bedanke ich mich erstmal dafür. Ja, wir bedanken uns, dass wir hier sind. Ja. Tschüss. Tschüss. Gerade Marek, ein Schwimmer oder so. Ein Schwimmer. Zufälligerweise mal bei der WM mitgemacht? Nee. Jugend-Europameisterschaft. Ja, doch. Sie war da. Und jetzt öffnet unser Detektiv. Jetzt öffnet der Detektiv, das ist bestimmt auch schon gebrochen. Zahlen 26, 15 und 15 haben uns zum Zoo geführt. Wir gehen jetzt zum Zoo. Platzausweis. Ich darf reinkommen, oder? Mit deinem Presse? Ja. Die neue Hinweis? Zoo. Sache Bankraub. Okay. Wir haben einen neuen Hinweis im Kornattergerege. Robin öffnet jetzt. Komm, Kamera. Wir haben einen Zettel gefunden. Das, zeig mal, eine Kanne, eine Biene, eine Hummel
und Regen oder was das so immer sein soll. Was haben was? Wasser, ein Tontopf und eine Biene gemeinsam. Vielleicht hat das ja auch nichts gemeinsam. Vielleicht ist das ja auch alles einzeln. Zum Beispiel Wasser. Zum Beispiel die Getränkebar. Oder Pool. Ja, oder Pool. Aber ich würde Pool eher sagen, weil ich meine, im Pool spritzt man ja. Und da kann man ja auch Regen so. Vielleicht wurde das auch falsch rumgehalten und das soll Spritzer sein. Ja, stimmt. Stimmt, da hast du auch wieder recht. Weil, ehrlich, blaue Wolken. Relativ unwahrscheinlich. Das wird alles mit Wachs gemalt, habe ich gerade festgestellt. Also, der Topf besteht aus Ton. Ton und der Ton kann nur im TSK sein. Ton, Seifen und Kerzen. Danke. Jetzt gehen wir nochmal zum Ton, Seifen und Kerzengeschäft. Ja, Zettel, warte. Was steht da? Der allerletzte Stopp für jeden Bürger. Wir haben einen neuen Hinweis, weil es in der Kerzerei gefunden. Und hier auf dem Zettel steht, der allerletzte stoppt den Bürger. Wir gehen jetzt als erstes nochmal zum Rathaus. Der allererste Stopp für jeden Bürger, was ist denn das? Dass hier stehen bleiben soll? Wo stoppt jeder Bürger als allererstes, wenn er nach der Sokolos kommt? Nach vorne. Am Eingang. Am Eingang. Wer ist denn alles Springer? Das geht jetzt nicht mal um Springer, das geht jetzt um Klugheit. Hier in den Sand. Du musst jetzt den Sand graben. Ja, Dennis muss. Nee, ja, Dennis. Da muss man Paul. Ich krieg nur 5 Sterne. Also, alle Spuren und Wege haben hier in der oberen Ecke des Sandkastens hinter dem Pool geführt, wie ein paar freiwillige Helfer, unter anderem Jessica Schlegel, Marek, Mirko und ich haben hier vergeblich gebuddelt. Ich heiße nicht Mirko, Mario. Aber es ist nichts zutage gekommen. Wir versuchen es in den restlichen Tagen wiederzufinden. In den restlichen Tagen den Schatz noch zu finden und wir sehen es. Und wir können jetzt nicht einfach in der Sache aufhören. Wir haben haufenweise Hinweise bekommen. Wir haben es fast geschafft.
Wir haben auch was geschafft. Nehmt uns jetzt nicht die Chance, da kommt alles in den Hörnern dran. Könnt ihr denn sagen? Was herauskommt? Ihr müsst trotzdem nicht. Ihr müsst die Größe des Täters wissen.